Erst vor einigen Wochen hatte der Schlagerstar Karel Gott offiziell verkündet, dass er an einer Leukämie erkrankt ist. Laut aktuellen Medienberichten ist Karel Gott nun im Alter von 80 Jahren am Dienstagabend gestorben. Besonders große Aufmerksamkeit konnte der Schlagersänger durch den Song von Biene Maja erlangen, der auch in der heutigen Zeit noch sehr bekannt ist. Karel Gott klagte bereits seit mehreren Jahren an gesundheitlichen Problemen. 2015 erkrankte der Star an Lymphdrüsenkrebs und musste sich mehreren Chemotherapien unterziehen. Den Krebs konnte er zwar besiegen, doch die akute Leukämie zwang ihn in die Knie. Der Schlagersänger aus Tschechien ist weltbekannt gewesen und pflegte auch eine Freundschaft zu Rapper Bushido.